Und? Egal, was da ist, ich will es nicht sehen. Und nun der Wetterbericht für morgen. Es wird Schnee geben. Packen Sie sich gut ein. Ja. Ich bin auch bedient. So eine Gemeinheit. Ach, jetzt heul nicht. So, als erstes füttern wir die Tiere und dann bringen wir so gut wie es geht unser Pferd rein. Aber Hühner füttern ist schon mal das Wichtigste. Oh, jetzt sind sie alle groß. Wie wunderbar. Ich glaube nämlich, dass das Ding sich so ein bisschen sammelt. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, 3 Eier nehmen wir ja dann später auch raus. Ist ja nicht das Ding. Wie viel kostet eigentlich so eine Kuh? 5000? Ich weiß, so eine Kuh war so unglaublich teuer. Du kommst jetzt schon mal mit rein. Weil das ist auch etwas, der Hund muss uns mögen. Weil bald ist ja dieses Hunderennen, haben wir ja gelesen, auf dem Dorfplatz. Und wenn das arme, arme Hundchen draußen ist, dann findet er das nicht so geil. Aber hier drinnen kann er mir natürlich die Wohnung voll pinkeln und ist davon absolut begeistert. Ich weniger, aber er schon. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das Pferd reinzukriegen, ohne ihn umzubringen. Es kann sich nur um Tage handeln, um Stunden, um Wochen, um Monate. Aber ich höre es doch schon. Wo ist es denn? Ha, da ist es, da kommt's. Ja, braves Pferdchen. Du gehst schon in die richtige Richtung. Immer schön rein damit. Was war denn das für ein Pferd? Das war, glaube ich, nicht unser Pferd, oder? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren. So. War das unser Pferd? Ich meine, das war ja noch nie da. Es ist ja so ein sehr seltenes Etwas, dass unser Pferd sofort zu uns kommt, dass unser Pferd auch sofort reingeht, ohne dass ich darüber mich ärgern muss. Vielleicht hat das Pferd meine Beschwerde ja doch gehört. Wer weiß. Wäre ja ziemlich cool. Ich meine, wir könnten ja mal ganz kurz zu Basil reinhüpfen. Ich glaube, der macht erst um 10 auf. Ich meine, bis 17 Uhr müssen wir auch ein bisschen die Zeit totschlagen. Und warum habe ich jetzt eigentlich den Korb mitgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Weil ich mir dachte, bevor wir jetzt zum... Wir gehen jetzt Holz hacken. Dann gehen wir zu Basil. Gucken uns ja mal das wegen der Muku an. Und dann können wir ja wieder zurück zur Farm. Um ein bisschen unseren Dings zu erweitern. Unseren Hammer. Damit das auch mal endlich vonstatten geht. Und dann gehen wir zu Anne. Jetzt hätte ich beinahe ihren Namen vergessen. Und sagen, hi Anne. Hier hast du deine 3 Eier, Anne. Gib it mir. Give it to me. Ich meine, wenn wir jetzt einen Tag mehr oder weniger mal kein Geld machen, groß. Was soll's. Ich meine, die beste Jahreszeit, um Geld zu machen, ist eh der Sommer. Weil wir da ja die Ananas haben. Ist Ananas eigentlich die Mehrzahl von Ananas? Sagen wir mal die Ananasfrüchte. So bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und die bringen ja eine Menge Geld. Haben wir ja gesehen. Und der Herbst ist eigentlich auch nicht so schlecht. Sieh an, wie geht's dir, kleine Hanna? Ja, die ist gar nicht da. Na, wenn das nicht der Herr von der Xerosform ist, brauchst du etwas? Ich möchte Kuhkopf. Ja, komm. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. 6000 für eine verdammte Muku, ey. Nun gibst du ihm einen Namen.
heißt nochmal Kosten? Kosten. Money. Ja. Danke, ich lasse es in deine Scheune bringen. Willst du sonst noch etwas kaufen? Nein. Wenn du etwas brauchst, schau einfach wieder rein. Diese Kuh hat mich 6.000 gekostet. Bis die Kuh das abbezahlt hat, sind 3 Jahre vergangen. Ich glaube, die leben auch nur 3 Jahre. Danach sterben sie dir weg. Ich meine, man züchtet sich ja Kühe zum einen für die Milch auf jeden Fall, aber auch zum anderen. Sobald die nämlich dieses Kuhfestival gewonnen haben, diese liebe Muku, kann die Muku goldene Milch geben. Und die ist gut. Die ist also die, damit kann man richtig gut verdienen. Aber erstmal so eine Muku hinzukriegen, damit sie goldene Milch gibt, dauert das. Weil sie muss wirklich volle Herzen haben. Wo ist denn das komische Absaugeding da? Sie muss volle Herzen haben, sie muss einen total lieben und darf nicht trächtig sein. Und das dauert immer ein Jahr. Das heißt, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal sind Hühner einfach von dem Kosten-Nutzen-Faktor am besten. Weil das Hühnerfutter kostet nicht viel. Und die kann man zur Not auch rausschmeißen. Und die geben täglich Eier. Sofern man sie füttert. Da. Hast du die jetzt gebürstet? Ich glaube, ich habe ihren Arsch gebürstet, ne? Also ehrlich, Manni, du siehst heute aber glücklich aus. Dann gib mir dein... Hallo. Das wollte ich nicht. Habe ich? Dann gib die mir nicht mal Milch. Ab morgen, Manni, Penny, will ich Milch haben. Weißt du Bescheid? Das ist ja wohl teuer genug. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt müssen wir echt bis 17 Uhr warten, ne? Das ist so ätzend. Ich würde so gern springen. Aber ich kann nicht. Stop. Have a time. So, und sie hat es doch gemacht. Ich habe jetzt einfach... Es wurde jetzt einfach mal ein bisschen geschnitten, weil es ist nichts passiert. Wir haben den Hammer gelevelt, bis er umgefallen ist. Wir sind bis 64 gekommen, also fehlt nicht mehr viel. Wir haben uns die 3 Eier gesagt. Ich hatte zwar noch eine Blume in der Hand, die habe ich jetzt aber weggeschmissen einfach. Weil ich glaube, wenn das Event jetzt startet, bin ich die Blume eh los. Und dann habe ich es auch gleich weggeschmissen. Aber es geht noch auf. Es gibt noch 5 Geburtstage. Das heißt, wir brauchen noch 5 Blumen für die süße. Hallo? Sie hat doch gesagt, ab 17 Uhr. Gut, dann warten wir bis 17.10 Uhr. Oder etwa nicht. Sie hat gesagt, ab morgen 17 Uhr. Oder bis 17 Uhr? Ich weiß es nicht. Bin ich doof? Verdammt, jetzt heißt sie. Ich habe so jetzt nicht das Event verkackt, oder? Ist irgendwas? Sieh mal, es ist. Wie spät es schon ist? Ja, ich weiß, wie spät es ist. Ob ich das Land immer noch hasse? Kein Sarkasmus, bitte. Hallo? Miti. Gute kleine Nora, du bist immer hier im Gasthaus, oder? Aber. Hä? Die hat doch gesagt, ab 17 Uhr oder bis 17 Uhr. Also wenn die jetzt nicht, ne? Boah, jetzt hab ich's verkackt. Verdammt. Ich hab's vermasselt. Verdammt. Wie ärgerlich.
Wie verdammt ärgerlich, ey. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Ich würde sagen, nochmal, aber das geht nicht. Verdammt. Ich habe hier nicht einmal gespeichert. Ach, was soll's. Shit happens. Das macht das Ganze jetzt aber auch nicht unträglicher, mein Gott. Müssen wir uns halt bei den anderen einschleimen. Passiert. Tagebuch, ohne schlafen gehen. Ins Bett. Verdammt. Und morgen scheint wieder die Sonne. Wie wunderschön. Ach, das ist doch. Oh, das ärgert mich jetzt, dass ich es versaut habe. Ich kann hier nichts richtig machen. Falsche Sache. Ich wollte doch hier den Hundmensch. Geht doch. Ach, so. Es ist nichts gekommen. Ja, was soll denn auch schon kommen? Außer die pure Verzweiflung. Der Selbsthass. Die Depression. Ah, Blitz, du siehst heute glücklich aus. Ja, wenigstens einer von uns beiden. Heute ist der 8. Ja gut, passiert nicht viel. Ärgerlich, den gehe ich halt ab. Nee, Moment, lass. Die läuft um 10 los. Den gucke ich mal so um 11 da vorbei. Kann ja nicht schaden. Gibst du jetzt Milch? Ach, das kann doch nicht dein Ernst sein. Flachs mich nicht, Alter. Das ist nicht der rechte Zeitpunkt. Verstehst du denn nicht? Unsere Existenz hängt davon ab. Du stirbst in 3 Jahren. Ich werde in 3 Jahren auf der Straße sitzen wegen dir. Ey, Blinder, ey. Penter. Ihr könnt schlafen, während ich raus muss in die eisige Kälte. Witzigerweise ist, dass es gerade schneit und zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, liegt draußen auch Schnee. Wer kann denn das? Wer hätte das geahnt? Ich habe mich echt erschrocken, als ich heute Morgen aufgestanden bin und es lag Schnee draußen. Weil ich gedacht habe, ich habe es gestern gesehen, dass irgendwas runterkam, aber ich habe gedacht, es wäre Regen. Weil ich konnte das so im Dunkeln nicht erkennen, ob es Schneeflocken waren oder ob es Regen. Es sah einfach nur so aus, als würde da etwas runterkommen. Wie es den Anschein hatte, war es Schnee. Aber sieht schön aus. Finde ich zwar ein bisschen unpassend gerade zu der Jahreszeit, aber was soll's. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder, wir haben Februar und bald geht schon wieder die Karnevalssaison los und muss ja auch nicht sein. Wir brauchen keinen Schnee. Nicht zum Karneval. Und zack. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, immer dieses beim Holzhacken zuzugucken. Aber ich denke schon im Voraus, weil wir brauchen auf jeden Fall noch die erweiterte Scheune. Weil nach unserem Haus kommt die Scheune wieder dran. Die Muku-Scheune auf jeden Fall. Und erst wenn wir die Muku-Scheune haben, können wir unser Haus weiter noch einmal erweitern. Und diese zweite Hauserweiterung brauchen wir halt, damit wir Mary heiraten können. Vorher dürfen wir sie halt nicht heiraten. Was ein bisschen traurig ist. Uns werden Zwänge auferlegt. Aber ich kann ja mal im Internet googeln, wie viel Holz wir auf jeden Fall brauchen. Soweit ich weiß, für die... Ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Kurz nachdenken. Ganz kurz nachdenken. Für das Gartenhaus? Nee, Gewächshaus. Für das Gewächshaus brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, 600 oder 900... Obwohl, nee, ich glaube, da brauchen wir das komplette 999. Obwohl ich, glaube ich, auch ein bisschen übertreibe. Ich muss das echt nachgucken.
das ärgerlich war. Ich könnte mich noch tier... Ich werde mich noch stundenlang jetzt darüber aufregen, dass ich dieses Event verhauen habe. Gucken, vielleicht funktioniert es heute. Sobald wir hier fertig sind und er umgefallen ist. Weil das kann man ja auch nicht immer machen. Eigentlich brauchen wir noch so... Ja. Ich würde eigentlich schon ganz gerne morgen zum Schmied. Und das werde ich machen. Morgen zum Schmied und ihm denn so ein Orikalk-Ding geben. Weil das Blümchen brauchen wir zwar jetzt noch. Nein! Ich hasse es. Ja, raus. Und dann, wir sind ja zum Glück nicht so weit draußen. So weit unten schon gewesen. Müssen halt jetzt nur links finden, ne? Und bei meinem Glück kann das noch wieder ewig dauern. Ha, das erste. Ah, da, ach, da ist er ja schon. Ach Gott. Ich bin so unkonzentriert. Aber was soll's. Ich habe mal auch so ein bisschen nachgedacht. Und zwar, wir sind ja jetzt bei Part 40, so 41. Und wir haben ja gerade mal die ersten 3 Monate. Die ersten 3 Jahreszeiten. Also da sagen wir mal noch so... Ja gut. Könnte noch ein bisschen was werden, ne? Ich hatte so überlegt, einer... Muss man mal gucken, wie viel wir jetzt hier zum Jahr zusammenkriegen. Vielleicht ist es auch so, dass ich denn im zweiten Jahr das denn gespult wird. Verdammt, der ist krank. Dass denn im zweiten Jahr gespult wird, damit wir denn so bestimmt, also wo, Frühling bis Herbst nicht. Da wird auf jeden Fall nicht gespult, weil auch wenn das ein bisschen langweilig ist, ne, mit täglich Gießen und täglich Tierpflege, aber das ist nun mal das, was Harvest Moon ausmacht. Ne, die Farmarbeit. Aber im Winter vielleicht, dass man denn so ein bisschen spult, dass ich denn so Tage einräume, wie jetzt zum Beispiel vom 7. bis 9. beziehungsweise 7., 8. oder 3. bis 5. wo denn eigentlich die Tage wirklich nur daraus bestehen werden, aus Tierpflege, Holzhacken und Besuche bei der Herzensdame, dass man da vielleicht ein bisschen spult und zwischendurch werfe ich mal was rein zum Sagen und das war's dann auch schon. Oh, bitte lass Mary das mit dem Dings noch machen. Ich warte bis 12 am besten. Ich meine, jetzt ist er eh krank. Was ein bisschen ärgerlich ist jetzt. Kränke. Was ist los mit dir? Hallo? Du kannst jetzt nicht einfach ein Event machen. Verdammt. Ich kann ihn jetzt auch nicht liegen lassen. Er tötet mich. Der Schnee bringt Erinnerung zurück. Es schneite, als ich meine Heimatstadt verließ. Toll. Hallo, es schneit richtig, nicht wahr? Was, Cliff? Papa, Cliff geht es nicht gut. Ja. Soll vorkommen. Passiert im Besten. Gut, dass Zeno ihn gefunden hat. Er hat wirklich Glück gehabt. Ich frage mich, was er da gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Er kommt schon wieder in Ordnung. Er muss nur eine Weile im Bett bleiben. Wir können alle wieder nach Hause gehen. Was das? Ein Foto, was Cliff mit seiner Familie zeigt. Komm schon. Wir versuchen unser Glück. Wahrscheinlich ist das Event jetzt vorbei. Das ist so. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Obwohl. Nein, doch. Hast du die 3 Eier gebracht? Ja, habe ich. Wunderbar, gib sie mir. Hat das jetzt funktioniert? War die vielleicht erst gestern da? Danke, sie sehen gut aus. Hier, das Geld für die Eier. Okay. Schwenker.
Und wir haben das Foto behalten. Wie wunderbar. Aber das Nichtsdestotrotz sind wir jetzt krank und wir müssen jetzt erstmal nach Hause. Geh mal hinten rum. Das heißt, wir verpennen morgen. Ja gut, aber... was soll's. Wir Holz hacken und Eier und so wird schon reichen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass das mit ähnlich funktioniert. Vielleicht... nee, die kam am 7. an. So war es, ne? Weil am 6. hatte doch Grey Geburtstag. Kam die denn schon am 6. oder kam die jetzt am 7.? Boah, ich hab's so vergessen. Das Ding ist nicht nur 5 Tage alt, ey. Ich hab's doch vor 10 Minuten aufgenommen und schon wieder vergessen. Kam die jetzt am 7. oder kam die am 6. und hat gefragt wegen Eier und so. Ohne Tagebuch schlafen gehen. Weil morgen können wir ihr noch Eier bringen. Zum Hundetag, glaube ich, wird das nichts. Und erst danach wieder. Ja, morgen scheint die Sonne. Wollen wir wetten? Ja, war ja klar. Wie sehr liebt uns Bodo eigentlich? Bodo hat volle Herzen, das ist gut. Bodo hat volle Herzen. Hey, was geht ab? Hey, Xeno, morgen findet auf dem Dorfplatz das Hunderennen statt. Möchtest du mit Bodo teilnehmen? Ja. Dann werde ich Bodo morgen auf den Dorfplatz führen. Das Rennen beginnt um 10. Okay. Das Hotte-Hotte-Hü lassen wir trotzdem drin. Habe ich mir so überlegt. Einfach, weil, wenn es jetzt passieren sollte, dass morgen... morgen scheint natürlich die Sonne, weil es Festival und so, ne? Voll klar. Aber es kann sein, dass sie dann sagen, hey, ja, komm, wisst ihr was? Es war am 9. schon so Sonnenschein und am 10. schon so Sonnenschein. Jetzt lassen wir es am 11. wieder schneien. Und ich denn das blöde, den blöden Gaul um 18 Uhr dann wieder irgendwie schaffen muss, in diesen blöden Stall zu kriegen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Moni ist glücklich, Moni gibt uns aber kein Money. Willst du nicht mal? Och. Ey, du... Moment mal, ist Moni jetzt noch ein Kalb? Oder ist es eine ausgewachsene... Manni ist ein Kalb, ey. Ich versuche ein Kalb... die ganze... boah, warum sagt mir das keiner? Ich versuche die ganze Zeit einem Kalb Milch abzuzapfen. Einen Kalb. Das ist ja ungeheuerlich. So, da fällt mir auch ein, wir müssen auch mal Dings finden. Cliff, den Guten. Wir müssen dem ja auch sein Bild wiederbringen. Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, wo ich Cliff finden kann. So, jetzt gehen wir erstmal Holz hacken. Weil ihr seht schon, der Zaun ist zerstört. Und wir brauchen eine Menge Holz. Eine Menge, Menge, Menge Holz. Wir sind jetzt ein Biber und brauchen Holz zum Leben. Zum Atmen. Zum Essen. Um glücklich zu werden. Das, was zu den 3DS-Teilen ist, zum Beispiel, es gibt ja auch DS-Spiele und 3DS-Spiele von Harvest Moon. Und ich glaube, es gibt auch sogar Spiele, jetzt, ich glaube, für die DS-Teile. Ich glaube, die Sonnenscheininseln waren zum Beispiel ein Teil davon. Da konnte man auch Felsen zerstören, wie jetzt auch. Nur man konnte dann auch mit den Steinen was anfangen. Den konnte man da auch mit Steinen einen Zaun bauen, die natürlich viel besser gehalten haben. Man konnte auch sein Haus, glaube ich, brauchte man auch, um Steine zu erweitern. Zum Beispiel bei der Wii ist das jetzt auch zum Beispiel, braucht man wirklich Steine und auch Steine und Holz, damit man die Scheune erweitern kann, um die Häuser zu verbessern. Also man hat das jetzt, man ist jetzt vom ewigen Holz auf Steine und Holz gegangen, was ziemlich cool ist.
Oh, komm, das ist so ärgerlich, ey. Eins. Zwei. Na komm schon. Drei. Das funktioniert natürlich nicht. Ich habe schon so ein bisschen Angst gehabt. Aber, oh nein, jetzt weiß ich wieder, warum ich noch... Oh, verdammt, noch ein Blümchen. Den kriegt Mary halt zweimal Schmuck. Mir doch egal. Wir müssen jetzt nur Dings finden. Hier, unseren super Spezialisten. Wo ist er denn? Ist er hier drin? Sonntags? Oder haben die sonntags zu? Ja, ist er ja. Sag mal, das ist ja ein Bild von mir. Wo hast du das her? Natürlich der Tag, als es geschneit hat. Danke, Xeno. Sind wir jetzt beste Busenfreunde? Oh, dieser Lagerraum ist so kühl und angenehm. Kein Wunder, dass der Wein mit der Zeit so köstlich wird. Okay, keine Busenfreunde. Hätte ja sein können. Dass wir jetzt die Best Buddies ever sind. Halt nicht. Er mag uns nicht. Mir doch egal. Mag ihn auch nicht. Wie kann er nur... Ich habe ihm alles gegeben. Alles, was ich hatte. Und so dankt er es mir. Indem er mich verrät. Indem er mich verlässt. Mal sehen, ob wir jetzt schon rein können. Ja, sieht gut aus. Also bis 17 Uhr. Ja. Wunderbar. Also bis 17 Uhr, nicht ab 18, 17 Uhr. Ich habe echt ab 17 Uhr gelesen. Danke, Sie sehen gut aus. Hier das Geld für die Eier. Kommt noch was oder werde ich gleich rausgeschmissen? Ja, ich werde gleich rausgeschmissen. Gut, dann halt nicht. Ich überlege gerade, schaffe ich es eigentlich zur Farm und dann hoch zur Mine und dann wieder zurück? Wir müssen mal gucken, wie lange der Schmied offen hat. Ich habe da so einen kleinen Plan, der sich gerade so in meinem Kopf zusammenbraucht. Wir könnten jetzt im Prinzip hoch zur Mine, ein bisschen Geld farmen, mir so ein Ori-Kalk schnappen, zurück zur Farm. Bis 16 Uhr. Zurück zur Farm. Rein zum Schmied reinhüpfen und sagen, hey, du, mach mal Schmuck. Und dann sagt er, ja, cool, mach ich. Gib Geld. Gib das Ori-Kalk und geh. Ich meine, in der Mine verbrauchen wir keine Zeit. Sagen wir mal, doch, das könnten wir schaffen. Wenn wir vielleicht oben sind, ist es 2. Noch nicht mal 2. Bis wir wieder unten sind, ist vielleicht 3 und der macht bis erst um 16 Uhr dicht. Hey, voll cool. Haben wir es ja nochmal geschafft. Weil wir brauchen auf jeden Fall einmal Schmuck. Mindestens einmal Schmuck. Weil ich habe ganz vergessen, ich habe jetzt nur die Bilder gezählt und Duck hatte ich aber so aufgeschrieben, weil er so an sich nämlich nicht vorkommt in diesem kleinen Häfchen von Harvest Moon. Und darum hatte ich den jetzt auch beim Zählen übersehen. Eigentlich brauchen wir nämlich 6 Blumen, keine 5. Aber ich habe nur noch 5 Blumen. Das heißt, wir müssen einmal wenigstens zweimal Mai Mary. Ist vom, vielleicht mal Mai. Mary mit Schmuck beschenken. Im nächsten Jahr wird es besser. Sammle ich Blümchen. Viel verrückt. Weil dann ist das auch kein Ding. Dann kommen von mir aus auch die Mädels Blümchen kriegen. Aber es sind ja eigentlich nur 2 Mädels. So, das wollte ich. Aber wenn wir ja schon mal hier sind, könnten wir ja auch noch ein bisschen machen, bis er umfällt. Weil morgen ist eh wieder Hunderennen, da komme ich eh nicht hin. Mensch, wo ist denn der Gang nach unten? Himmel her, aber was ist los? Da, wo man am wenigsten vermutet, wahrscheinlich, ja, war ja klar.
drumherum gehackt. Aha. Okay, jetzt wird er langsam schon mal ein bisschen fertig. Das wäre so witzig, wenn wir mit Hilfe von dem von den Erzen und auch das, was wir jetzt hier so gerade nebenbei einsammeln, über 10.000 kommen. Glaube ich zwar nicht, aber witzig wäre schon. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Leiter raus. Ja. Und lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Nein! Nimm noch. Gott, mach mich nicht fertig. Nicht auf den letzten Metern. Unseren Hund haben sie auch mitgenommen. So eine Gemeinheit. Das Gute ist, jetzt müssen wir erst wieder im Herbst. Dann fange ich eigentlich mal an zu spielen mit. Im Herbst, glaube ich. Oder im Winter? Ich glaube, ich fange dann immer im Herbst an, mit ihm zu spielen. Und dann geht das. Wir schaffen das! Juhu! Und es ist gar nicht so knapp, wie ich gedacht habe. Hätte knapper ausfallen können. Mal sehen, wie lange er braucht. 5 oder so, ne? Hauptsache, wir haben jetzt erstmal für... Na, das ist doch Xeno von der Xeos-Form ist. Was kann ich heute für dich tun? Geschenk. Dafür brauchst du Orikalk und 10.000. Quatsch, 1.000. Die Arbeit dauert 3 Tage. Willst du es? Ja. Wenn du jetzt gehen würdest. Ja. Das war so klar. Aber das ist gut, denn dann können wir das nämlich am 12. abholen. Dann haben wir schon mal für Mary zum 20. zu ihrem Geburtstag ein hübsches, hübsches Geschenk. So, jetzt suchen wir noch einen Stein. Ich meine, dann können wir das nämlich auch noch fertig machen. 1, 2, 3. Jetzt versuchen wir erstmal so lange wie möglich mit, rede doch mal mit mir. Hey, hallo, die Arbeit läuft prima. Sagst du auch was anderes mit? Ja, komm, fall da oben, ist mir doch egal. Ich habe versucht, einen Kalb zu melken. Was willst du eigentlich? Du musst immer nur mit dem Hammer draufhauen. Aber wir müssen es ja eigentlich bald geschafft haben. Ja, 69, komm. Noch 31%, das kriegst du hin. Ja, setz dich hin. Ich überlege gerade. Wir verbrauchen erstmal noch ein bisschen, habe ich mir gedacht, erstmal ein paar Blümchen, ne? Jetzt ist er fertig. Um dann ein bisschen Platz in Taschenplatz zu schaffen. Und dann geht das. Dann können wir nämlich auch noch dieses Adamantit und, oder wie das heißt, dann schon mal besorgen. Unser Hund ist auch noch da. Zeit zum Schlafen. Darf ich nicht vergessen, dass morgen die Dinger nicht abgeholt werden.